Hallo meine Lieben, mein Name ist Christina, ich bin online besser bekannt als Germanista und ich bin eure Deutschlehrerin. Und heute geht es um ein energiesparendes Thema. Und zwar spreche ich über eine Erfindung, die mittlerweile schon in der Schweiz steht. Der Artikel, den ich heute mit euch lesen möchte, der ist schon etwas älter. Aber wie ihr hier auf diesem Video seht, so funktioniert die neue Form der Energiespeicherung. Und genau darüber möchten wir heute lesen und etwas lernen. Und hier sehen wir eine 3D-Simulation von Energy Vault. Und das ist ein Startup-Unternehmen und wir werden darüber Näheres lesen. Gut, dann beginnen wir. Den Artikel, den ich heute mit euch lesen möchte, der kommt aus dem swissinfo.ch, also von dieser Webseite, von dieser Internetseite. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, der Artikel ist etwas älter, der ist vom Jahr 2019 und zwar vom 1. Dezember. Gut, dann lasst uns starten. Revolutionäre Methode zur Speicherung erneuerbarer Energie. So, revolutionär ist ein internationales Wort. Wir haben hier die Methode, deswegen revolutionäre. Dann geht es weiter zu Speicherung. Immer die Endung ung steht für feminin. Zu ist Dativ zur Speicherung. Erneuerbar ist renewable energy. Die erneuerbare Energie oder in diesem Fall erneuerbare, also erneuerbarer Energie zur Speicherung erneuerbarer Energie, weil Genitiv. Okay, hier seht ihr nochmal ein Bild von dem, was ich euch gerade vorhin gezeigt habe. Das ist ein Prototyp und der steht im Tessin in der Schweiz. So, also der erste kommerzielle Prototyp von Energy Vault, 60 Meter hoch, wird Anfang nächsten Jahres im Tessin zu sehen sein. Also dieser Turm steht schon im Tessin. Die Idee scheint trivial, doch man muss darauf kommen. Betonblöcke am Seil per Kran hochziehen mit erneuerbarer Energie und dann bei Bedarf wieder herunterlassen, um Strom zu erzeugen. So trivial, ein Synonym dafür, ich habe das schon aufgeschrieben, wäre banal, einfallslos. Erneuerbar war renewable, Anfang nächsten Jahres, hier haben wir wieder einen Genitiv. Gut, auf eine Idee kommen, darauf muss man kommen. Also auf eine Idee kommen, darauf, da haben wir ein Pronominaladverb. So, dann haben wir der Block, der Beton, Beton ist Concrete, Block ist wie im Englischen ein Block, am Seil, wir haben das Seil, also it's a rope und der Kran ist a crane. Hochziehen ist to lift. Ja, das sollten eigentlich alle Ideen sein. Sie ziehen die Blöcke mit einem Seil hoch. Hier haben wir mit, also mit ist Dativ. Und bei Bedarf ist on demand. Genau. Und bei on demand kann man das Ganze wieder herunterlassen. Also hochziehen und herunterlassen. Und dadurch kann man Strom erzeugen. Also um Strom zu erzeugen, Infinitiv und zu. So, ich denke, das sollte alles klar sein soweit. Das Tessiner Startup Energy Vault hat sich diese revolutionäre Weise der Energiespeicherung ausgedacht. Sich etwas ausdenken. Wo haben wir dieses Wort? Sich etwas ausdenken, ein reflexives Verb. To think of something. Man könnte auch als Synonym sagen, sich etwas erträumen, sich etwas vorstellen, sich etwas überlegen. So, to get a new idea, um eine neue Idee zu haben. Erzeugen, Strom erzeugen, das was to produce energy. Und genau, was haben wir noch? Sie lassen die Blöcke, also in dem Fall die Steine, die Betonsteine, Concrete Stones, lassen sie wieder herunter oder wie vorhin erwähnt, man kann sie hochziehen. Okay, so, dann haben wir die Investoren, Kunde, der Kunde, nicht die Kunde, weil die Kunde ist a message, aber der Kunde ist a client. Aus der ganzen Welt, from the whole world, interessieren sich für die Technik. Sich interessieren für jemanden oder etwas.
Okay, da haben wir hier für ist Akkusativ. Gut. Dann geht es weiter. Erneuerbare Energien sind gut und recht. Man könnte ja auch sagen, sind gut und schön. Doch was machen wir, wenn die Sonne nicht scheint und Wind und kein Wind bläst? Also blasen, hier haben wir ein irreguläres Verb, also deswegen zweite Person und die RCS-Person mit Umlaut A. Also blasen, du bläst und RCS bläst. Gut, so the wind is blowing when there is no wind blowing and no sun shining. So, was machen wir? What are we doing in this case? Das Startup-Unternehmen Energy Vault scheint eine Antwort auf eine der zentralen Fragen gefunden zu haben, die von Skeptikern erneuerbarer Energie immer wieder gestellt werden. So, this Unternehmen ist ein anderes Wort für Firma oder Company. They seem to have the answer to one of the most central questions. So etwas finden, also wir suchen etwas und wir finden etwas. Und people who are skeptic, they always ask the same question. Eine Frage stellen. Das habe ich hier auch notiert. Eine Antwort auf etwas finden und eine Frage stellen. Okay. Wegen fehlender Speichertechnik sind sie aber der Ansicht, dass sich auf Nuklearenergie und fossile Energieträger nicht verzichten lässt. Das sagen die Skeptiker. So, because of Speichertechnik, also etwas speichern ist to store, fehlen ist it lacks, es ist nicht da. Der Ansicht sein. Ich bin der Ansicht, dass wir, keine Ahnung, eine neue Politik brauchen. Ich bin der Ansicht, dass wir whatever, ja, also dass wir alle biologisch essen sollten, zum Beispiel. So, I'm of this, this is my point of view. Die Nuklearenergie, fossile Energie, ich denke, das ist wie im Englischen fossil energy, Träger, das Wort Träger, es kommt tragen, ich trage, du trägst, wieder ein irreguläres Verb. Und er sie es trägt, deswegen the Keeper of Energy. In dem Fall habe ich das übersetzt mit, also wir hatten Energieträger, like the Energy Source. Man könnte fossile Energieträger haben, erneuerbare Energieträger und alternative Energieträger. Okay. Und jemanden tragen, hier hätten wir das mit Akkusativ, also ich trage dich zum Beispiel. So, dann haben wir hier einen Satz mit einem Fehler in diesem Text. Die Frage der Speicherung ist die Achilles, hier steht Verse, eigentlich sollte es die Ferse sein, mit einem F. Und die Ferse ist dieser hintere Bereich im Fuß. Genau, also bekannt eigentlich aus der griechischen Mythologie. So, die Achillesferse, der Ort, wo man am leichtesten verletzlich sein kann oder verletzlich ist, ist die erneuerbare Energieform. Also diese Frage halt der Speicherung. So, vorher hatten wir noch ein Wort und zwar verzichten. Also verzichten auf etwas bedeutet to abstain from something. Genau, also ich verzichte auf Zucker. Ich verzichte auf Schokolade. Meistens zur Osterzeit macht man das, man verzichtet auf etwas. Okay, Solar- und Windenergie spielen in den Energiestrategien von immer mehr Ländern eine bedeutende Rolle. Eine bedeutende, eine wichtige Rolle. Von immer mehr Ländern, hier haben wir das typische N im Plural Dativ. Dann mit diesen erneuerbaren Energiequellen soll der Einsatz fossiler Energieträger, welche CO2 und andere luftbelastende Gase ausstoßen, reduziert werden. Also ausstoßen, ein anderes Wort, also im Englischen wäre es to emit something, also Emissionen, Gase ausstoßen. So, dann haben wir das Wort außerdem, which is furthermore. Ja, und dann haben wir noch luftbelastende Gase, das möchte ich auch noch erklären. Wir haben hier das Wort Luft und wir haben jemanden belasten, das kann ich hier noch hinzufügen.
jemanden belasten, also eine schwere Last tragen, so to carry a heavy weight. So they put a heavy, ja, etwas, das nicht gut ist, in die Luft, ja. Die machen die Luft sozusagen dann schlecht. Genau, dann außerdem muss der Ersatz für die risikoreiche Nuklearenergie gefunden werden. Also außerdem muss Ersatz. Ersatz ist, hier habe ich das, Einsatz ist the use, aber Ersatz ist a replacement. So, wir brauchen ein Replacement für die Atomkraftwerke, für die nukleare Energie, für diese Atommeiler. Diese Wörter habt ihr sicher schon mal gehört. Doch die Frage, wie sich erneuerbare Energie speichern lässt und dem schwankenden Konsum während des Tages angepasst werden kann, bleibt ein Problem. So, genau, how to store the energy, how can you store the energy, and schwanken, also schwanken can also be that you are imbalanced, also ich bin auf einem Boot und alles schwankt, oder ich bin betrunken und alles schwankt, oder hier haben wir für schwanken, jetzt muss ich kurz das Wort suchen, wo sind wir genau, ja, fluktuieren kann auch schwanken sein, ja, also instabil. Diese Energie ist instabil. Und etwas anpassen ist to adapt to something. And this stays a problem. So, das ist der Herr, der das erfunden hat, Roberto Picconi, wuchs in Kalifornien auf, wohin sein Großvater italienischer Herkunft ausgewandert war. Seit 10 Jahren lebt und arbeitet der amerikanische Unternehmer im Tessin. Unternehmer ist like the businessman. Aufwachsen ist to grow up. Also wachsen, wuchs, ist aufgewachsen und auswandern ist to emigrate. Vor 2 Jahren haben wir damit begonnen, eine Lösung für dieses Problem zu suchen, sagt Robert Picconi, Geschäftsführer von Energy Vault. Dabei präzisiert er, dass man keinesfalls in Technologien investieren wollte, die zurzeit sehr gefragt sind, das heißt Batterien zur Speicherung von Strom. So he makes it precise that they in no way, keinesfalls oder auf keinen Fall, they didn't want to invest in technologies that are used nowadays, like zurzeit, at the moment, im Moment oder zu dieser Zeit. Und das sind halt Batterien. Und diese Batterien benötigen chemische oder metallische Substanzen wie Lithium und haben daher gravierende Auswirkungen, ein anderes Wort wäre Konsequenzen, auf die Umwelt, hält Picconi fest. Also etwas festhalten ist eigentlich to grab this idea. Also ich kann auch, wenn ein Kind davonläuft und ich halte das Kind fest. Ja. Zudem reduzieren sich die Effizienz der Batterien von Jahr zu Jahr. Also das heißt, eine normale Batterie ist demnach nicht sehr sinnvoll, weil die Qualität jedes Jahr nachlässt. So, und was haben die Herrschaften gemacht? Wir haben das vorhin in diesem Video gesehen mit den Kränen, also mit diesem Kran. Sie haben Betonblöcke verwendet statt Wasser. Also die von Energy Vault gefundene Lösung besteht aus einem gigantischen Turm aus kostengünstigen Verbundsteinen, von denen jeder 35 Tonnen wiegt. Also ein Verbundstein ist so etwas. Ja, das ist verbinden, also to be connected, a stone which is connected. Mhm. Und, also bestehen aus, consists from or consists out of, kostengünstig ist cheap, also billig. Und ein zentral integrierter Spezialkran, so the special crane, mit 6 Armen, also das ist auch ein Arm, lagert diese Steine, also lagern ist to store, ähnlich wie beim Lego-System, so similar to this Lego-System, von oben nach unten um. Also etwas umlagern ist dann actually to relocate things. Und dafür nutzen sie erneuerbare Energie. Also bei der Abwärtsbewegung, also ich gehe abwärts, ich gehe aufwärts, oder Bewegung ist the movement. Bedingt durch diese Gravitationskraft der Erde wird gespeicherte Energie nahezu, ein Synonym wäre fast, ohne Energieverlust, without the loss of energy, wieder elektrische Energie zurückgewandelt. Etwas zurückwandeln, da
Da steckt auch das Wort Klimawandel. Wandel ist a change. Hier haben wir noch ein anderes Wort. Wo habe ich das? Genau, zurückwandeln, umwandeln, also to convert. Eine Spezialsoftware steuert diese Ladungs- und Ladungs- und Entladungsvorgang im Energiespeicherturm des Hubkraftwerks autonom. Autonom ist also ohne andere Hilfe. Der Turm ist der Tower. Es gibt diese Spezialsoftware und steuern ist etwas lenken, to steer, or it can also be like to manipulate. Man kann die Menschen in der Bevölkerung auch steuern, das wäre manipulieren. Okay, dabei werden auch Faktoren wie Wind berücksichtigt, die sich möglicherweise auf Verbundsteine und Turm auswirken könnten. So, das heißt, they consider, also etwas oder jemanden berücksichtigen, hier mit Akkusativ, the wind, and möglicherweise it can happen that diese Verbundsteine, those stones, that there would be a consequence, eine Auswirkung, eine Konsequenz. They could have a, there is a consequence possible. Okay, das glaube ich war für heute genug. Ihr könnt diesen Artikel gerne weiterlesen. Ich lasse euch noch mal kurz dieses Video sehen zum Abschluss. Okay. Und ja, vielleicht seid ihr mal im Tessin in der Schweiz und könnt euch dieses Objekt selbstständig ansehen. Ich denke, es wäre auf jeden Fall spannend und eine Möglichkeit für unsere Zukunft. Ich bedanke mich recht herzlich, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe auf dein Dabeisein das nächste Mal. Ich freue mich sehr und ich wünsche dir viel Spaß beim Deutschlernen. Wir sehen uns. Liebe Grüße. Ciao.